Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zu einem neuen YouTube-Video mit mir. Ich habe ein klitzekleines süßes Paket. Ich habe mir was bestellt. Gut, ich gebe es zu. Ich habe es wegen der Box bestellt. Man konnte sich sogar seinen Namen eingravieren lassen. Und zwar sind das Postkarten. Mit einer Aquarellseite. Und die wollen wir heute zusammen bemalen. Ich habe aber noch gar keine Ahnung, was ich drauf malen soll. Ach so, das ist das Papier von Hahnemühle. 230 Gramm kalt gepresst. Heute testen wir also dieses Set, bestehend aus der Metalldose und dem Aquarell-Postkartenpapier. Das Set besteht aus 30 Karten und hat eine Größe von 10 x 15 cm. Ich konnte auf dem Papier nass arbeiten, jedoch hat sich das sehr stark gewellt. 230 Gramm soll es ja wiegen, ist ein gutes Gewicht jetzt für so ein Postkartenformat, aber dennoch ist es halt eben ein Postkartenformat. Ich habe es sowohl mal abgeklebt und getestet, als auch ohne abzukleben getestet und das Ergebnis war dasselbe, das Papier wälzt sich. Wenn man jetzt aber nicht gerade das ganze Blatt nass arbeitet, sondern so wie ich hier ein Motiv relativ in der Mitte hat, dann ist es auch überhaupt kein Problem. An sich fühlt sich das Papier relativ hochwertig an. Die Farben benehmen sich so, wie sie sich auf gutem Aquarellpapier auch benehmen sollten. Wäre jedoch ein bisschen besser gewesen, wenn das Papier 300 Gramm und höher wiegen würde. Theoretisch denke ich, dass es beim Preis der Box auch machbar wäre, ein 300 Gramm Papier zu verwenden. Die Box hat 15 Euro gekostet, inklusive dieser gravierten Metallbox. Und der Preis kommt auch einem erstmal sehr stabil vor, jedoch sind es halt nur 30 kleine Blätter. In den Kommentaren habe ich auch gelesen, dass die Leute etwas enttäuscht waren, dass die Box nicht voll gefüllt war. Tatsächlich besteht die Hälfte der Box aus Füllmaterial und nur die Hälfte der Box ist mit diesen Karten bestückt. Tatsächlich ist es aber so, wenn die Karten dann bemalt sind, würde die Box gar nicht zugehen, würde da mehr in dieser Box sein, wenn da 60 Stück drin wäre. Also im Nachhinein hat sich das, mich hat es nicht von Anfang an nicht gestört und im Nachhinein hat sich das sogar als positiv herausgestellt, weil sonst könnte ich die nicht in dieser hübschen Box aufbewahren, die Karten. Wie immer, wenn ich Papiere teste, Aquarellpapiere teste, teste ich sie nass, um zu schauen, das ist der ultimative Härtetest, um zu schauen, was die so alles aushalten, wie die Farben ineinander fließen, wie die Farben sich bewegen. Und das Papier hat alles mitgenommen, was ich so mit ihm gemacht habe. Die Motive, die ihr hier seht, sind übrigens für meinen Verkaufsstand, den ich im Mai gemacht habe, entstanden. Und genauso gehen diese Postkarten auch in meinen Etsy-Shop. Nach langem Hin und Her ist mein Etsy-Shop wieder aktiv. Mal schauen, wie lange. Aber kommen wir zurück zum Motiv. Den Hintergrund habe ich nass gearbeitet, das Ganze ineinander verlaufen lassen und die oberste Schicht arbeite ich nass auf trocken. Wenn ihr nicht wisst, was das genau zu bedeuten hat, dann schaut doch gerne in mein Aquarellvideo für Anfänger vorbei. Ich werde es euch unten verlinken. Und dann könnt ihr in meinem Etsy-Shop vorbeischauen, denn diese limitierten Postkarten wird es demnächst dort geben. Musik
Am Ende des Videos zeige ich euch alle Motive, die ich erstellt habe. Und hier könnt ihr einmal sehen, was passiert, wenn man die ganze, gesamte Postkarte nass in nass arbeitet. Die dreht sich komplett zusammen. Ich habe die Postkarten dann mit Gewicht beschwert und gehofft, dass sie sich ein bisschen über Nacht glätten. Das hat auch teilweise gut funktioniert. Teilweise hat mir das Ergebnis nicht zu 100% gefallen. Ich habe bei einem Motiv auch mit Abkleben versucht, aber das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das seht ihr jetzt hier in der Mitte mit dem Boot, weil die Postkarte ist ja an sich schon ziemlich klein. Und wenn man die dann abklebt, dann hat man noch weniger Fläche zum Bemalen. Letztendlich hatte ich dann diesen Haufen, teilweise glatt, teilweise noch wellig, und dann habe ich kurzerhand den ganzen Bums einfach gebügelt. Wenn ihr das nachmachen wollt, müsst ihr da ganz vorsichtig sein. Ich habe Backpapier dafür benutzt und das Ganze auf der Stufe Samt. Ich weiß nicht, ob ihr so eine Stufe habt. Auf jeden Fall auf der geringsten Stufe, die euer Bügeleisen so hat, einmal drüber bügeln. Und das hat bestens funktioniert. Danach waren die Blätter auch glatt. Am Anfang war ich überhaupt nicht begeistert von diesem Papier, besonders weil sich das so doll gewellt hat und weil der Arbeitsaufwand, das Ganze dann auch noch zu bügeln, einfach höher ist, als dass man sich das wünscht, besonders wenn man vorhat, die Karten zu verkaufen. Aber an sich muss ich ehrlich sagen, Preis-Leistung stimmt schon. 15 Euro kostet die Box. Ihr kriegt eine wunderschöne handgravierte Metallbox. Ja, okay, es geht mir um die Box, ja. Die Box ist schön. Papier weiß ich nicht. Papier geht, Box ist schön. Gut. Ich kann einfach keiner Metallbox widerstehen. Schon allein das Geräusch, wenn man so eine Box auf und zu macht. Ich werde euch auf jeden Fall die Karten mal oder dieses Kartenset mal unten in der Beschreibung verlinken und dann schaut ihr mal selber, ob euch das gefällt oder nicht. Es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, diese ganzen sommerlichen Motive zu malen. Ist etwas anders geworden vom Stil her, was ich ansonsten so mache. Außer die Katzen, die sind halt typisch das, was ich ansonsten so mache. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Besucht mich gerne auf Instagram und auf Etsy. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Video. Bye!